Herzlich willkommen zurück zu Top oder Flop. Heute geht es wieder um drei Super Nintendo Games. Und ja, seid gespannt, was ich mir heute für euch ausgedacht habe, beziehungsweise rausgesucht habe. Also, ohne lang zu reden, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Top oder Flop. Unser erstes Spiel heute ist Alien 3 für Super Nintendo. So, mal gucken, was das so Schönes ist. Acclaim Entertainment, okay. Die Marke kennen wir doch. A Probe Production. Creepy Atmosphäre, das ist schon mal cool. Mal sehen, wie das Game so ist. Alien 3 Endspiel, das auch in einem Film gemacht wurde. Und ja, ich würde sagen, ich gucke einfach mal rein. Jetzt kommt nämlich die ganze Intro-Story und so. Intro scheint zu geben, das ist schön. Game Options, Continue, Start Game. Stage 1, ready. Also an sich ist das schon mal nicht so schlecht. Bloß ich finde, ach doch, okay. War jetzt bloß mit dem Raketenwerfer. Gut, das Schießen ist ein bisschen umständlich gemacht, aber es ist ganz okay. Kann ich irgendwie springen? Oder nicht? Ja, anscheinend kann ich irgendwie nur. Okay, aber das Schusssystem haben sie gut gemacht. Bloß das Springen gefällt mir ein bisschen. Ach, da. Gut, okay, springen kann also auch. Gut. An sich ist das Game in Ordnung, finde ich. Der Sound ist auch ganz gut. Ist natürlich jetzt nicht so ein Kracher wie Super Metroid, aber es ist für ein Super Nintendo Game in Ordnung. Okay, wir haben scheinbar Flammenwerfer, so ein Maschinengewehr und hier Dingens. Das normale Maschinengewehr. Quatsch, Granatwerfer. Wie gesagt, das Game ist an sich bisher in Ordnung, finde ich. Ich werde jetzt bloß noch versuchen, eine Stage zu machen. Und dann soll es das gewesen sein. Ich finde es auch cool, dass man die Health, meine Health Bar, das Ding, gut erkennen kann. Es erinnert mich einfach an Metal Slug, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Man muss sich bloß bei den Waffen ein bisschen zurechtfinden. Also welcher Button jetzt für welche Waffe ist. Die kleinen Dinos erinnern mich ein bisschen an Jurassic Park, aber das
Das macht jetzt nicht so viel aus. Muss man scheinbar auch erst mit klarkommen. Mit diesem System. Okay, das war jetzt mehr oder weniger Fail von mir. Dass ich jetzt die Plattform nicht treffe. Ansonsten ist das Spiel recht okay. Also vom Grafischen würde ich sagen, so eine 3,4. Na, ich würde insgesamt sagen, so ein 3,4 ist in Ordnung für das Game. Ja, insgesamt gebe ich dem Spiel mal eine 3,4. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir mal zum nächsten Game über. So, Spiel Nummer 2 heute ist ActRaiser von Ubisoft. Oh, für den SNES. Okay. Moment mal. Kommen euch die Sounds bekannt vor? Das sind ohne Zweifel die Sounds von Illusion of Time. Das sind die Sounds von Illusion of Time. Da könnt ihr mir nichts erzählen. Das sind die Sounds von Illusion of Time. Gut, okay, genug Vorschau. Gehen wir mal ins Game. Okay, ich sehe schon. Copyright Annex. Die Sounds von Illusion of Time. Cool. ActRaiser 2 und Game Start. Auf geht's. Okay, das sieht schon mal sehr geil aus, was wir hier haben. Auch wenn ich gerade nicht so richtig durchblicke. Beim System, das scheint aber so eine Art Rollenspiel zu sein. Auch wenn ich gerade nicht richtig verstehe, was wir machen müssen. Okay. Dann quatsch ich nur irgendwas. Okay. Wir gehen einfach mal rein. Wir scheinen so eine Art Engel zu sein oder so. Also ein komischer geflügelter Engelstyp mit irgendwie einem He-Man-Buddy. Okay, das Design erinnert mich wirklich sehr, sehr stark an Illusion of Time, Leute. Das ganze Design. Thank you.
Okay, jetzt? Toll. Erst noch richtig lange Wartezeiten. Also ich will ja nichts sagen, Leute, aber irgendwie. Die haben das. Sorry. Die haben das bei Illusion of Time doch irgendwie besser hinbekommen. Allein schon hier dieses komische Monstrum da oben mit seiner Keule. Das ist doch schon ein bisschen nervig. Oder ich bin hier zu früh drin. Das kann auch sein. Und ich muss sagen, das Vieh verliert irgendwie ziemlich langsam Energie. Die Gegner haben auch ein bisschen zu viel Energie. Oder ich bin hier einfach zu früh drin. Das kann auch sein. Also an sich das Game ist grafisch recht schön und so. Auch wenn es mich sehr an Illusion of Time erinnert. Es ist doch. Okay, wo starten wir? Okay, hier. Das ist fair. Ja, und wie bei Illusion of Time wimmelt es hier von recht seltsamen Gegnern. Aber es ist auch von den Entwicklern, die Illusion of Time entwickelt haben. Deswegen ist das vertretbar. Es ist also nicht geklaut. Ja gut, das ist ein bisschen doof, dass wir einen Meter weit zurückfliegen. Wenn wir halt hier mal getroffen werden. Vor allem, ich wusste seit Jahren nicht, dass es ein Game gibt, das tatsächlich wie Illusion of Time aussieht. Und jetzt sehe ich das gerade zum ersten Mal. Ich weiß gerade nicht recht, wie ich das bewerten soll. Also von den Controllings würde ich sagen. Gib ich dem Game eine 3. Weil er geht ein bisschen langsam und ja. Das stört mich doch so ein bisschen. Ansonsten ist das Spiel an sich recht schön, auch wenn es schwer zu sein scheint. Gut, die Musik muss ich sagen, da gebe ich eine 4, weil Illusion of Time war ja auch schon richtig, richtig geile Musik. Vom Grafischen würde ich sagen, her 4. Deswegen bekommt dieses Game von mir eine 3,4. Okay, Spikes scheinen Instant Kill zu sein. Ja, ich würde sagen, ich gebe dem Game insgesamt ein 3,4. Als letztes Spiel heute haben wir Black Hawk. Blizzard. Blizzard, die Macher von WoW. Oh je, ich wusste gar nicht, dass Blizzard an einem Super Nintendo Game mitgearbeitet hat. Naja, gut. Practice New Game. Gucken wir uns das mal an.
Also an sich sieht es schon mal ganz cool aus. Vom Grafischen, von der Musik her. Klicken wir aufs Intro weg und gehen wir zum Spiel. Was sind das für... Was? Wo hat er gerade hingeschossen? Okay, wir können anscheinend... Prince of Persia? Die Rambo-Methode oder wie von Prince of Persia? Ja. Die Rambo-Methode von Prince of Persia. Ich glaub's nicht. Das ist haargenau das Bewegungsmuster vom ersten Prince of Persia. Vor allem das Spiel hat irgendwie, war zu Anfang sehr überzeugend und jetzt gibt's hier irgendwie. Ausgelacht. Ja, und jetzt gibt's hier irgendwie so ein Prince of Persia Game oder wie? Ich muss sagen, die Controllings gehen mir gerade auch ein bisschen auf den Sack. Gut, die Grafik ist in Ordnung. Da kann man schwer, da kann, ja, kann man sich erstmal zufrieden mit. Aber die Controllings sind bad. Die Controllings sind bad. Warte mal, können wir die auch abknallen oder? Gibt es sowas wie... Ja, natürlich gibt es das. Vor allem... Was ist das für ein Typ? Ist das Rambo oder wie? Und was hat Rambo in dieser Welt zu suchen? Ich muss sagen, die Controllings gehen mir wirklich ein bisschen auf den Sack. Gut, ich würde sagen, ich komme mal zur Bewertung. Also von der Musik her würde ich sagen, ja, so drei Controllings, aber eine 2, weil manchmal schießt er in die Richtung, manchmal in die Richtung. Das ist total umständlich. Deswegen ist das bescheuert. Und vor allem dieser Sprung. Was ist das für ein bescheuerter Sprung? Was ist das bitte für ein bescheuerter Sprung? Also mit den Controllings haben sie es echt vergeigt, das Spiel. Es wäre sicher ein wunderbarer Side-Scroller gewesen, wenn die Controllings nicht so für den Arsch gewesen wären, letzten Endes.
Es ist sonst von der Musik her, es ist vollkommen in Ordnung. Wobei ich der Musik auch so eine 3 gebe. Ich würde sagen, insgesamt alles 3 außer die Controllings. Die Controllings sind scheiße. Ja, zieh doch mal die Waffe, du Troll. Okay, Continuous haben wir. Aber ich würde sagen, ja. Das war's, Leute.